Ja, der Naturpark Altmühltal, der ist eigentlich bekannt für seinen Radwanderweg. Bloß Radeln ist was, was man bei minus 2 Grad eher nicht so macht. Ich bin gespannt, was hier sonst noch so los ist. Erstmal gar nichts. Nebelsuppe, Schnee und Eiseskälte. Im nächstgelegenen Ort Altmannstein ist kein Mensch auf der Straße. Etwas außerhalb entdecke ich das Anwesen einer alten Mühle. Hallo. Hallo. Ich habe Glück. Christine Schmidtner öffnet mir die Tür. Sie lädt mich erst einmal zu einem Kaffee ein, zum Aufwärmen. Und erzählt gleich von diesem Ort, der denkmalgeschützten Leistmühle, die ihr Arbeitsplatz und zugleich ihr Heim ist. Christine Schmidtner ist gelernte Heilpraktikerin für Psychotherapie. In den Räumen der alten Mühle bietet sie Therapieplätze für Jugendliche mit psychischen Krisen und Erkrankungen an. Krisenintervention, das heißt, ja, wenn es einfach jemandem nicht gut geht, wenn einfach Schicksalsschläge passieren, Krankheit, Tod oder was es auch immer ist. Und dann glaube ich, ist es doch in unserer Gesellschaft so, dass dieses Ganze, was früher ist, einfach war, dieses Großfamilie oder dieses Vernetzte, das ist ja doch weitgehend weggebrochen. Und deswegen glaube ich, braucht es einfach mehr Anlaufstellen, dass man sagt, wer fängt uns auf, wer hilft uns. Diese Hilfe bietet sie in ihrem Therapiezentrum. Dabei hatte sie die Mühle eigentlich als ihr Privathaus gekauft. Ich hatte nie vor, so ein Zentrum zu bauen, und dann kommen wir vielleicht zu dieser Geschichte Leistmühle. Ja, also ich habe 2 Kinder, das sind 23 und 25. Und als Familie, zusammen mit meinem Mann damals, kam so die Leistmühle eigentlich so zu uns. Wir haben uns die nicht ausgesucht, sondern das hat sie so ergeben. Also die Vorbesitzerin wollte irgendwie, dass wir das noch kaufen. Also es war alles, würde jetzt mal sagen, ja, fast mysteriös, magisch. Vor 14 Jahren fragte das Jugendamt Eichstätt an, ob es 2 Kinder zu ihr schicken könnte. Mittlerweile wurden daraus 18 Mitarbeiter und Praktikanten und 50 ambulante Therapieplätze. Jede Woche legt Christine die Therapiepläne und Sitzungen für jedes Kind fest, ganz individuell. Das Ziel ist klar. Die Kinder sollen wieder zurück in ihren normalen Alltag finden. Ich bekomme eine kleine Führung durch die Räume. Im alten Stall zum Beispiel befindet sich heute das Musikzimmer. Dann haben wir auch beobachtet, dass es für viele wichtig ist, einfach vor einer Gruppe zu sprechen. Traut man sich manchmal nicht. Aber dann, wenn man singt, dann geht was auf. Zur Leistmühle gehört ein riesiges Grundstück mit Wiese und Bach. Mittelpunkt des Gartens ist das Baumhaus, das im Sommer von den Kindern genutzt wird. Im Sommer haben wir ganz viel hier im Freien gemacht, auch draußen zu kochen und einfach nur in der Natur zu sein, auch über Nacht draußen zu sein. Obwohl Christine sich nie vorstellen konnte, lange an einem Ort zu bleiben, ist sie sich mittlerweile sicher, dass sie in der Leistmühle alt werden wird. Ihre beiden Kinder sind längst zum Studium ausgezogen. Christine will bleiben. Ja, inzwischen bin ich gut sesshaft geworden, aber das ist einfach, weil der Ort lebendig ist und so viele Möglichkeiten gibt. Ja. Für mich immer so ganz schön diese Symbolik, dass das Wasser ist jeden Tag ein anderes, das fließt nie das Gleiche. Du hast gesagt, dass bei dir auch nicht immer alles gerade gelaufen ist. Ja, das stimmt. Mein Vater ist verstorben, da waren wir, also wir sind 6 Kinder und ja, meine älteste Schwester war 12, ja, und mein jüngster Bruder 9 Monate, ich war so 3,5, und ja, dann wächst man schon ganz anders auf. Deshalb, sagt sie, kann sie ihre Klienten, die Kinder, so gut verstehen. Ab und zu muss sie aber raus aus dem Alltag in der Mühle, ein paar Wochen abtauchen. Dann macht sie eine weite Reise. Also ich achte sehr darauf, dass ich immer wieder frisch bin, weil ich glaube, wenn man nicht frisch ist, dann geht es einfach nicht. Und ich glaube, ich habe eine sehr gute und sehr hohe Selbstbeobachtung. Und das ist dann schon so, dass ich jetzt muss ich mal kurz weg. Und da war ich im Sommer weg, darum sind die bunten Fähnchen hier. Da warst du im Himalaya? Ja, genau. Und da bekam ich die zu meinem Geburtstag geschenkt und dann habe ich die hier mitgebracht. Denn das Leben in der Leistmühle bedeutet für Christine auch, seit 14 Jahren alles mit den Klienten teilen, keinen privaten Rückzugsraum haben. Das soll sich nun ändern. Das alte Mühlhaus nebenan lässt sie in diesem Jahr ausbauen. Im Dezember, so hofft sie, kann sie hier einziehen, allein. Ja. Das Leben in der Gemeinschaft der Leistmühle ist aufregend, aber... Trotzdem freust du dich, wenn du dann deine eigene Küche hast, oder? Ja, klar, weil du musst dir vorstellen, du kaufst manchmal dir was ein und denkst dir, das Essen und machst heute Abend zum Abendessen und dann ist es nimmer da. Manchmal, sagt sie, hat sie Angst vor der Verantwortung, die sie für das Therapiezentrum übernommen hat. Kredite und Gehälter, die gezahlt werden müssen, und die Klienten, deren Probleme sie auf sich lädt.
Doch dann überwiegt die Freude an ihrer Arbeit und das Motto ihres Lebens, das sie den Kindern in der Leistmühle vermitteln will. Ich denke, man hat zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst dich dem hin und sagst, okay, das ist so, und dann kann man natürlich auch vielleicht verbittert werden. Ich bin jetzt eher der Typ, der dann der guckt und sagt, okay, es geht aber weiter. Also es muss ja irgendwie eine Dynamik drin sein. Und ich stehe immer wieder auf. Was ich heute im Altmühltal gelernt habe, wie man mit Mut und Tatendrang sein Leben angehen kann und das von denjenigen, die Hilfe brauchen.